Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wenn du winken willst, kannst du das frühestens jetzt machen, weil da ist nämlich noch das Intro davor. So. Hier sind wieder die Becky, der Michi, eure Fanfavoriten. Ach nee, Quatsch, Fanfavoriten ist das Motto der diesmonatigen Z-Box. Ich werde mal wieder ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin auch noch nicht so ganz da, ist noch ein bisschen früh. Ja, wir haben gerade 7.25 Uhr. Ja, wir haben gut gefrühstückt. Ja, und heute hat uns kurz vorm Frühstück die Z-Box des Monats Juli erreicht. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das zur Verfügung stellen dieser Z-Box an die Firma Zavi. Von denen kommt das Ganze. Und wir packen die jetzt mal aus. Und wie ich schon gesagt habe, das Motto dieses Monats lautet Fanfavoriten. Kann also alles sein. Jo. Alles, was da noch auf dem Lager liegt, hier. Obwohl, das wären dann ja keine Favoriten. Ne? Das wären ja dann. Gut, naja. Bevor ich es aufschneide. Ich befürchte wieder Marvel-Zeug. Meinst du Marvel? Also, ich habe schon mal auf die Übersichtsseite von Zavi, da stehen unten, da habt ihr einmal oben stehen Fan-Favoriten und unten drunter sind so ein paar Embleme. Marvel war diesmal nicht dabei. Oh! Mhm. Ja. Okay. Marvel nicht. Aber das ist natürlich richtig, Superheldenfilme sind hoch im Kurs. Mhm. Ich habe übrigens neulich Birds of Prey gesehen. Ja, mehr kann man dazu nicht. Was ist das für ein Mist gewesen, oder? Ich habe langsam das Gefühl, die Filme, die sagen, wir drehen was mit starken Frauen. Ja, und dann laufen die Frauen halb nackt rum, ja, und alle Männer sind totale Vollidioten und das sind dann starke Frauen. Ich habe das Gefühl, in den normalen Slashern, in den schlechtesten Slashern, in Rap- und Revenge-Filmen sind die Frauen stärker als in denen wir machen was mit starken Frauen. Ja, ist so. Total lächerlich. Der Bösewicht, total albern. Ja, der Sionis, der Black Mask ist einer der Gefährlichen. Ja gut, lassen wir das. Wir so, haben ja jetzt darum geht es ja gar nicht. Genau, wir haben die Z-Box. So, was ist denn, wenn wir schon über Fanfavoriten reden, was ist denn dein absoluter, wo du sagen wirst, das wäre es jetzt hier, aber da hätte ich gerne mal Stuff von. Ich gucke gerade, was wir noch nicht haben. Ja, das ist ja jede Menge. Wir haben nichts von Predator. Ein Alien. Ja. Und mit Predator liegst du schon gar nicht so verkehrt, aber nicht Predator selbst, sondern ein anderer Predator. Ach so. Du wirst es sicherlich gleich sehen. So, wir haben hier einmal die... Kleiner Pro-Tipp, ne? Wenn ihr die aufschneidet, so, dann machen die überhaupt keinen Krach. Die Freude ist natürlich dahin, aber... Dafür wissen die Nachbarn nicht, dass er eine neue Z-Box gekriegt hat. So, die Kinder auch nicht. Dass sie heimlich nachts um drei Schokolade essen. So, ich fühle mal hier so rein. Das wäre natürlich viel cooler, wenn ihr sehen würdet, wie ich das mache. Ich greife hier so rein. Das ist ja ein Mystery-Unboxing. Und hier ist auch schon etwas Großes. Oh, Großes immer. Oh, geil. Ah. Geil. Cool. Wir haben hier eine DC Comics Essentials Collectors Figur, eine Collectible von Gal Gadot. Gal Gadot würde ich mal in Lebensgröße von Eis.de, da gibt es auch Puppen. Ah, ja. Habt ihr das in den Nachrichten mitgekriegt? Da ist so eine Sexpuppe irgendwo gefunden worden und die hat man zuerst für eine Leiche gehalten. Und auch beim näheren Hinsehen, als man dann erkannte, das ist eine Sexpuppe, eine von diesen hochwertigen, wirklich lebensechten, also da, ich hätte es auch nicht anders gesehen. Ja, das gruselig. Die werden auch immer besser, diese Sexpuppen. Ja, ja. Die sollen sich auch sehr gut anfühlen. Ist nicht mehr dieser billige Aufblas-Scheiß. Nee. Ja, genau. Komm mal weiter. So, ganz kurz, von diesen Figuren gibt es auch noch Shazam, oh, cool. Arrow. Yeah. Also die gesamte Justice League gibt es da. Ja, DC-Stuff also. Ja, schön. Ja, ich hab nur gesagt, kein... kein Marvel. Kein Marvel. Hier. Und die Wonder Woman hat diesen geilen Gürtel an, den schneide ich jetzt mal durch. Also das ist eine coole Figur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja so, wie ein Jungs... Oh, ist das niedlich. Guck mal, da gibt es noch den alten Aquaman. Ihr wisst schon, der Aquaman ist scheiße. Aquaman ist nicht scheiße. Nein. Aquaman war auch nicht scheiße. Also, ach, hier unten ist auch noch festgebunden. Also, oh, da ist noch Green Lantern. Der sieht sogar aus wie Ryan Reynolds. Weißt du, was mir da einfällt, wo ich gerade die Wonder Woman-Figur aus der Puppe raushole? Da gibt es auch diese eine Simpsons-Folge, wo der Comicbook-Guy die echte Wonder Woman, also die Schauspielerin von damals, auf Spielzeuggröße schrumpft und bei sich auch in so ein Ding einpackt. Ach,
die Simpsons-Episode, ja. Ja, ja. Ja, so. Die hole ich jetzt noch. Gut festgemacht. Hier ist hier noch was. Ja, hier ist noch mehr fest. Also ich lasse es einfach. Ich hole das. Papa macht die Puppe kaputt. Nee, das ist ja die Dinger. Damals, Masters of the Universe, wenn ich mich richtig erinnere, ja, man hat den Karton aufgemacht und dann kam die Puppe raus. Die Actionfigur. Du packst einfach zu selten die, die Barbies deiner Töchter aus. Ja, das ist richtig. Soll ich mal? Ja, pack du mal aus. Ja. Also Wonder Woman, ja, wir haben hier... Bitte das Messer. Wir haben hier eine Wonder Woman Actionfigur. Und... Mama muss nur drohen. Und dann, meine Güte. Und Stich ist auch dabei. Wow. Hier, da, das Schwert. Das lasse ich jetzt aber drin, seht, ne? Seht euch, es tut mir leid, aber seht euch mal die Dame an. Ja. Also, so. Mit der möchte ich keinen Armdrücken machen. Achso, die Arme, ja, ja das genau. Auch. Ja, oh, ja. Ja. Das ist wirklich, das sind starke Frauen. Hier, und das ist das, was alle Leute sehen wollen, ja? Hier, die Gelenke. Die kann man, ja, nämlich, die kann man nämlich bewegen. Boah! Also man kann sich die sehr gut irgendwie, wenn man Training macht oder sowas. So, und so will ich aussehen. Aber die ist doch nicht so muskulös, oder? Das musst du mir sagen, ich habe die Filme nicht geguckt. Ja, oh, die Haare sind flexibel, schön. Und hier das Lasso der Wahrheit, ja, wo Aquaman drauf saß in Justice League. Ich freue mich übrigens wahnsinnig auf den Justice League Snyder Cut. Der, ja, das ist eine starke Frau, Leute. Sagen. Ja, ja. Ja. Bam. Ja. Cool. Also, cool. Wonder Woman mit Schwert. Er steht mir. Die Puppe. Die kann auch stehen. Ach, schade. Doch. Wenn man das hier, ja, doch, geht. Nee, geht nicht. Das ist doch geht. Was, ja, ich meine, ja, nein, was ich sehe, mal, ja, schaut mal her. Das ist so, das ist wohl eine Sexpuppe, allerdings für ganz kleine. Ja, made in China. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Doch, Shocking Hazard, Small Ports, Not for Children Under 3 Years. Nein. For Ages 14 and Up. Also, so ein kleiner 13-jähriger Masturbateur kriegt den nicht. Geh mal. Hier ist ja noch mehr Zeug drin. So, hier ist noch was. Spielen wir mit Puppen, aber da, geht, da kommen wir nochmal ein bisschen später drauf. Ich hab hier noch was Langes, Rundes. Das sind Fanfavoriten. Ich schau mal. Ich krieg's auch nicht so. Was? Oh! Eine Flagge? Ja. Ah, wieder über deinen... Nein, von Amity Island. Oh, wie geil! Sehr, sehr geil. Das kommt über die Tür vom Badezimmer. Amity Island, eine Amity Island Flagge. Das, ja, komm. Das kommt über die Tür vom... Der weiße Hai. Ja. Jaws. Ja. Yeah. Super geil. Eine... Was machst du denn da? Ich mach's richtig, Mann. So. Ich wusste, dass du da... Das ist der Predator, den ich meinte. Oh, ist das geil. Mhm. Oh, ist das cool. Schön! Haben die Strände eigentlich wieder auf? Ich weiß es jetzt ja, gar nicht. Nur ja, mit Maske, ne? Nee. Das ist cool. Cool. Das ist richtig, richtig geil. Noch cooler hätte ich es gefunden, wenn hier oben nicht Jaws stehen würde, jo. Sondern dass man nicht direkt weiß, was Amity Island ist. Ja. Aber im ersten Moment fällt das sowieso nicht auf. Die werden sich wahrscheinlich nur sagen, wenn wir hier nochmal irgendwelche Erwachsenen haben, was haben die denn da schon wieder drüber hängen? Nee, super geil. Ja, das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Cool. So, das hier ist eine... Das so. Hat vor allen Dingen auch Stil. Das ist cool. So, dann haben wir hier noch, ich habe das mal rausgeholt, dann kann man das, ohne es zu rollen, nehme ich mal. Ja, da haben wir einmal Amity Island von Jaws, dann haben wir auch noch hier Jurassic Park, Opening Weekend Summer 93 und hier unten auch noch Welcome to High Valley. Also egal, welche von diesen Flaggen, die wären alle drei richtig geil gewesen. Richtig cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von denen... die es hier gibt, gefällt mir die vom Weißen Hai am besten. Jo. Ja, Amity Island. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt cool. Wieder aufrolle. Die hängen wir nachher direkt die auf. Die wird direkt aufgehangen. So, weiter geht's. Oh, ich sehe schon. Hoffentlich habe ich das noch nicht. Ich habe nämlich jetzt schon mal einen groben Blick reingeworfen. Ich hoffe echt, ich habe es noch nicht. Ein Green Lantern Secret Origin DC Comics Graphic Novel Collection von Eagle Moss. Bam, und, bam. Ja, und warum habe ich gesagt, hoffentlich habe ich das noch nicht, weil ich habe natürlich die Eagle Moss Collection da oben im Regal stehen. Allerdings von Marvel. Und das hier ist ja DC. Hast du nicht auch ein bisschen DC? Ich habe auch ein bisschen, aber überwiegend Batman. Ah, okay. Ja, die, also die Marvel Collection, war die auch von Eagle Moss?
Weiß ich gar nicht. Die war von Hachette. Die war von Hachette, das hier ist Eagle Moss. Eagle Moss machen dort diese kleinen Figuren. Und ja, da haben wir einen Green Lantern Comic. Natürlich auf Englisch, ist klar. Mhm. Ja. So. Ah, Deflorateur. Oh, Schatz. Ja, wer weiß, wer das schon alles in der Hand hat, das stimmt. So, wir blättern mal kurz durch, ja? Da muss ich keine Jetzt müsst ihr hören. Ach, schade. Ja. Normalerweise knacken die noch. Was ich besonders geil finde, ist dieser Geruch von diesen Comicbüchern. Wie damals die Panini-Sammelalben. Ja, ich mach noch ein paar. Ja, so. Aber ihr seht ja, wie das Charakterdesign ist. Sehr, sehr schön. Und bei den Eagle... Entschuldigung, ja, du kriegst das ja gleich. Bei den Eagle Moss haben wir hinten auch immer noch eine Originalgeschichte mit drin. Ja, zum jeweiligen Charakter. Und auch noch diese Hintergrundinformationen. Wobei sich die hier sehr in Grenzen halten. Bei der Hachette-Sammlung übrigens auch. Auch sehr cool. Ja, also allein dieses... Daneben wache ich jeden Morgen auf. Dann auch. Raubtiere. Das ist so ein Puma-Käfig. Gerade jetzt eben so. Oh, das ist auch schön. Jetzt zeigt mir diese Vollform, hier diese doppelseitige Zeichnung. Ich mach mal hier so. Ach du. Und ja, wegen dem Licht. Ich habe schon geguckt, dass das Licht da so nicht fies drauf hält. So. Dieses Buch, ja, UK 9,99 Pounds, ja, also sind 5 Kilo. Ja, 10 Pfund zu 5 Kilo. Nee, also die Kosten... Die Angaben auf der Windelpackung von wegen 12 bis 15 Kilo heißt nicht, dass diese Windel 12 bis 15 Kilo an Pipi und Kaka fasst. Ja, das war nämlich Babys, mein Fehler. Ich habe gedacht, die ist doch noch lange nicht voll. Genau, die Babys wiegen so viel. Ja, also alleine dieses Comicbuch kostet hier 13 Euro. So, ich sag das nur, weil diese Box hier kostet ja 25 Euro, wenn ihr eine Einzelbox kauft. Oder es wird halt billiger, je länger ihr das Abo abschließt. Wenn ihr also für 3 Monate oder für 6 oder für ein ganzes Jahr abschließt, dann wird das immer pro Box günstiger. Also es ist nicht so, dass er dann... Ne, so, jetzt haben wir hier noch was aus... das fühlt sich an wie Blech. Ah. Fühlt sich an wie ein Nummernschild. Ah. Und es ist ein Nummernschild und... ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Auch wenn es hier hinten nicht draufstehen würde. Ich habe es natürlich sofort erkannt als alter Zurück in die Zukunft-Fan. Ich nicht. Echt nicht? Nee. Okay. Ich habe gedacht, ich habe nur California gelesen und habe dann an Californication gedacht. Nee. Hier, August 96, Kalifornien, Outer Time, 80, ja. Zahlen habe ich nicht so mit. Aber ich sehe gerade hier, das ist aber ganz schlecht hier. Guck mal hier, da hat noch einer einen alten Kaugummi drauf gepappt. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch original von Marty McFly, Michael J. Fox. Der hat damals in den 80ern da einen Kaugummi drauf gepappt. Ja, der ist tatsächlich hier drauf. Keine Ahnung, ob das irgendein Kleberest ist oder was. Quatsch, das muss so sein. Meinst du? Ja, ich glaube, also das ist auch ziemlich verkratzt. Ich depp. Da ist noch eine Schutzfolie drauf. Das ist nicht verkratzt, das sieht aus wie verkratzt hier, aber hier ist noch eine Schutzfolie aufgebracht. So eine Klarsichtschutzfolie hier oben sieht man das, die schlägt so ein bisschen Wellen. Das ist also richtig schön geprägt. Jetzt ist das Licht gut, ne? Jetzt kann man das sehen. Oh, Sehr, sehr, sehr geil. Ja? Und ich sage das jetzt, das ist ein bisschen scharfkantig, weil ich habe ein paar Kommentare gelesen. Ah, guck mal da, Plastikscheiß, den keiner braucht. Natürlich braucht das hier keiner. Das da hinten braucht auch keiner. Aber ein echter Sammler freut sich über solche Sachen. Und das hier ist uns wirklich Blech hier. Ja, das ist, ich habe ein anderes mit da. Super, das ist wenn ich über die Messe gehe oder über die Börse, ich sehe sowas, ich nehme sowas mit, ja, es ist tatsächlich, ich finde das mega sowas, solche Sachen, so Fanscheiß halt. Boah, das ist aber wirklich scharf. Ja, ja, klar. Mhm. So, also bis jetzt muss ich sagen, Fanfavoriten, ich wurde bisher nicht enttäuscht und jetzt fühle ich noch was
Weiches. Aha. Ja, das Short. Ha? Wir haben natürlich wie immer ein T-Short mit dabei. It's und black. Diesmal, oh, super geil. So, ich halte es mal zu. Ich will wissen, ob meine Frau erkennt, was das ist. Ich würde jetzt, nee. Du erkennst es nicht? Loki sind zwar die richtigen Farben, aber ja. Die Schlange und der Kopf, die... Genau, Schlange, grün, ja. Ich sag mal so, die Kinder meiner Cousine wüssten es sofort. Ach, Harry Potter. Und ich denke, Harry Potter. Okay. Das hier ist nämlich das dunkle Mal der bösen Zauberer. Ja, ja, von Voldemort. Ja, ja. Die also, Häuser kenne ich, aber ich erkenne sie halt eben nicht, nee, wenn nein, ich nein, stopp, nein, 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 das ist nicht Slytherin, das ist tatsächlich das dunkle Mal von Voldemort. Das haben sie sich hier so hintätowiert, die Todesser. Ja. Ja, und dann, zipp, und dann erscheint das am Himmel, wenn die einen umgebracht haben. Ach super. So. Ja, die letzten vier Teile habe ich schon nicht mehr gesehen. Nach stimmt, Cedric stimmt, bin ich stimmt, die kennst du ja gar nicht. Nee. Die kennst du, ja, stimmt, ne, als der Glitzervampir umgekommen ist, das war für dich, da ist eine Welt zusammengebrochen. So ein bisschen. Ne? Ja, da. Es war auch schlimm. Genau, er geht jetzt als Batman. Genau. Ich bin gespannt. So, wir haben hier oben natürlich Harry Potter draufstehen. Das habe ich eben schon gesehen, ich hätte es aber auch so erkannt. Ich wollte es nur sagen. So, dann haben wir hier nochmal... Mein Männlein ist ja auch ein Fuchs. Nee, ich bin ein Nerd. Ja, und hier oben natürlich auch noch Harry Potter. Und hier, da ist ja jeden Monat ein T-Shirt dabei. Aber ich muss sagen, das T-Shirt hier, das macht für mich, das hat auf mich einen wertigeren Eindruck. Das ist, meine ich, dicker als die anderen. Fühl mal. Ist auf jeden Fall irgendwie... Vielleicht haben die, obwohl, ja, es wirkt rauer. Vielleicht auch ein anderer Hersteller. Ja, das kann sein. Das weiß ich auch gar nicht, wer das hier macht. Ja. Aber, jetzt muss ich sagen, wir haben ja jetzt schon einige T-Shirts von denen und die haue ich in die ganz normale Wäsche. Ja, aber halt bei 40 Grad. Hier steht zwar 30 genau, drauf, aber ja. Meine Frau macht alles bei 40. Genau, bei 40. Ich sortiere nach, ich sortiere nach Farbe und das war's. Und ja, die packt das natürlich auf links. Ne? Wenn ihr das wascht, macht das auf links, weil das hier ist so aufgedruckt. Keine Ahnung. Das ist also, ich habe die Befürchtung, wenn ihr das falsch wascht, dann geht das hier vorne ab. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, das heißt, wenn ich das normal mit anderen Klamotten bei 40 Grad wasche und vorher auf links gedreht habe, mein Mann hat mich daran erinnert, Dankeschön. Mhm. Also ich finde, die Qualität hat nicht nachgelassen. Das heißt, die Farben verbleichen nicht, die Bilder blättern nicht ab. Ja. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Also den Trockner dürfte das natürlich verstecken. Nur mit dem Bügeleisen würde ich auch nicht drüber gehen, aber hier wird sowieso nicht gebügelt. Wir machen das alles am Körper. Genau. So, das war es dann auch schon. Warmpressen sozusagen. Das war es, die Box ist leer. Wieder ein Karton für Rosi. Wieder ein Karton zum Spielen. Genau. Da kann sie ihre Schleichsachen reinpacken. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Genau. Wir haben ein hochwertiges aus, ich habe es auch gerade gesehen, ja, kein Wunder, dass das ist ja keine normale Baumwolle, das ist Ultra-Braumwolle. Hier, Ultra-Cotton. Ja, ich war mal in einem Laden und da war eine Frau, kein Quatsch, die hat gefragt, aus was besteht dieses T-Shirt? Oder sagt die Verkäuferin, aus Baumwolle. Ja, aber da steht doch Coton drauf. Ja, und dann die Verkäuferin, auch kein Scheiß, sagte, ja, das ist ein Mischgewebe aus Coton und Baumwolle. Also aus Karton und Coton. Am süßesten fand ich aber die Kundin in einem anderen Laden, die Jeans, die passt super, da ist Stretz drin. Da ist Stretz, genau, mit ganz viel Stretz. Stretz, ja. Was? Ja, nur mit Stretz ist es angenehm, ja. Und ja. Wir haben ja mittlerweile auch ein Alter erreicht, wo der Stretchanteil in Hosen deutlich wichtiger ist als die Passform. Ja, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo man sich so wenig bewegt. Wir fassen zusammen. Wir haben ein Harry Potter T-Shirt aus Ultra-Cotton. Yes. Jetzt hätte ich dich fast aufgeschlitzt. Das wäre ja. Ein Metallschild. Von Back to the Future? Ein Nummernschild. Ja. Das ist nicht irgendein Nummernschild, das ist das Nummernschild von DeLorean. Du bist der Experte da, was das angeht. Ein Comicbuch von Eagle Moss zu Green Lantern Secret Origin. Wobei es gut möglich ist, dass sie da andere reinpacken, weiß ich nicht. So, du? Ein Wimpel von Jaws. Und mein persönliches Highlight, das stelle ich mir direkt aufs Nachttischchen. Eine Wonder Woman Figur. Mhm. Wobei, ist das Gal Gadot oder ist das
Wie hieß sie? Das Schöne ist, Gal Gadot haben sie ziemlich, ziemlich passgenau zu der ursprünglichen Comicfigur nachempfunden, würde ich mal so sagen. Ne? Was? Ja. Wir hatten gerade. Ich mag ihren Akzent. Ich mag Wonder Womans Akzent in den neuen Filmen sehr gerne. Ja, das war's mit der Z-Box. Wir bedanken uns bei Zavi nochmals für die kostenlose zur Verfügungstellung dieser Box. Alle weiteren Infos zu dieser Box findet ihr unten in der Infobox. Box, Boxing Day. Das ist Boxing Day. Wir packen Boxen aus. Alban. Alban, nämlich. Genau. Schöne Woche noch. Ja. Bleibt gesund. Bleibt geil. Yes. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin, euer Michi und die ja, La Becky. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Soll ich euch zwei alleine lassen? Das wäre sehr freundlich. Okay.